Ja, ihr habt es schon richtig gesehen. Unter diesen vielen halbnackten Oberkörpern hat es ein bekanntes Gesicht. Der Ex-Bachelor Raphael Beutel ist jetzt nämlich auch ein Chippendale, zumindest für 3 Vorführungen. Dass er mit dem weltbekannten amerikanischen Stripper auf einer Bühne steht, findet er trotz weniger Muckis durchaus berechtigt. Also ich denke, ich kann sicher mithaben, irgendwo, wenn ich lache. Im Sinne von der Silhouette kann ich sicher unter, aber vom Strahlen, vom inneren Kern, denke ich, überstrahle ich das Ganze. Und genau das Strahlen hängt wohl damit zusammen, dass er seine Momente auf der Bühne richtig geniesst. Never looking past it, you got my intention is to grab you. I need it, I've been feeling, can't believe what I'm seeing. I must be dreaming, must be a reason you're reading. In diesen Tagen, das ist immer 1-2 und dann gibt es so einen kleinen Move und dann konnte ich es richtig geniessen, bei der Kappe so unten durchschauen, die Frauen beobachten, wer will das nicht, oder? Von christlichen Frauen umgeben sein und so, ich meine, es hat etwas Schönes. Schließlich hat er sich diesen Moment auch hart verdient. Nebst etlichen Tanzlektionen hat er im Vorfeld mit seiner Freundin Miriam Jäger noch ein paar extra Stunden im Gym eingelegt. Sie hat ihm fleissig Tipps gegeben, obwohl sie nicht allzu begeistert war von seinem Engagement als Stripper. Er hat natürlich schon Limits gesetzt, hat natürlich schon nachgefragt, wie viel sieht man denn, oder? Weil gewisse Sachen sind natürlich mir überlassen. Darf nur ich sehen, das ist klar. Body macht ja auch Schutz, das ist jetzt, der Oberkörper ist nicht so schlimm. Ist ja schön, wenn die Leute das lässig finden oder die Girls das lässig finden. Aber mehr, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Dass es Grenzen gibt, da sind sich die beiden einig gewesen. Aber wie weit wäre der Ex-Bachelor dann als Single gegangen? Das ist eine ganz andere Ausgangslage und dann würde ich es natürlich vielleicht nicht bis zum Exzess zelebrieren, aber ich würde sicher ein bisschen mehr machen. Also hätte es einen Left-Hand gegeben? Ich denke, ich hätte mich getraut, einen zu machen. Ob mit oder ohne Lapdance, wer sich am Raphael Beutel seine Strip-Künste einen Weg nicht entgehen lassen hat am Samstag nochmal eine Chance. Dann tritt er im Zürcher Volkshaus ein letztes Mal mit den Chippendales auf.